Grüße Leute, willkommen bei Neo Genesis Evangelion Genesis, also Genesis, oh Gott, nicht mal das kann ich richtig ansprechen wollte ich gerade sagen, ich bin völlig verwirrt, ich sollte das Let's Play noch neu starten, nein, mache ich natürlich nicht, ich gehe gleich in den Story-Modus rein, ein kleiner Japan-Import und ich habe keine Ahnung, was hier geht, ich meine, ich kenne ja die Anime-Serie bzw. den Manga, der mir im Prinzip auch gut gefallen hat, ich habe ihn aber nicht komplett verfolgt, weil ich dann irgendwann die Übersicht verloren habe und irgendwann war auch der Faden weg, ich habe sogar noch eine Blu-ray zu Hause stehen, die ich noch nicht angeguckt habe. Was ich irgendwann mal nachholen sollte. Um ein bisschen mehr durch die Story durchzusteigen. Und, na gut, aber lass uns erstmal das N64-Gamer nehmen, was das so drauf hat. Problem hierbei. Erstmal geiler Auftritt. Ich habe keine Ahnung, ob was das ist. Ist das ein Prügler? Ist das ein Strategiespiel? Pures Action-Game? Man weiß es einfach nicht. Und es ist auf Japanisch, was mir das Ganze nicht ganz leicht macht. Aber der Gegner, der Engel, der wird gerade ganz gewaltig verprügelt. Was ihn aber nicht juckt, weil die jetzt sowieso saustark sind und einfach mal unser Army runterholt. Deswegen, denke ich mal, werden wir bald reinstarten und den Vieh aufs Maul hauen. Hoffe ich zumindest. Riesige japanische Schriftzeichen, von denen ich nicht weiß, was sie bedeuten. Ist echt faszinierend. Aber keine Ahnung, wahrscheinlich gerade eine kurze Ladezeit. Mission 1, gerne doch. Oh, ich habe keine Ahnung, ob das Originalgrafik ist oder an der ROM liegt, weil ich kann ja keine N64-Module... Oh, Sprachausgabe für ein N64-Spiel, geil. Ist eher ungewöhnlich. Dann machen wir einfach mal Start. Ich möchte mal loszocken. Jawohl, es geht wirklich aufs Maul jetzt gleich. Yeah, rausgeboostet. Es wird wahrscheinlich ein Prügelspiel sein. Ich vermute es mal. Vielleicht ein rundenbasiertes Strategie-Prügelspiel, das wir gleich alles miteinander vereint. Sehr geil. Eva 01. Genau. Disto! Oh Gott, ich könnte so gerne Japanisch. Ich will gar nicht wissen, was das heißt. Okay. Es ist ein pures Prügelspiel. Wir können uns in die Defense gehen, wenn wir nach... Oh Gott, was müssen wir eigentlich machen? Alter! Okay, wir können auch schlagen. Alter, es steuert sich seltsam. Ernsthaft? Okay, ich kann auch einen Schutzschirm machen. Aber kann ich den auch mal ein paar reinpunchen hier? Ich kann mich nur verteidigen. Jawohl. Krall links. Ich kann immer nur einen Schlag machen. Warte, jetzt haben wir eine Kombo gemacht. Dein Schutzschirm interessiert mich nicht. Ey, ist das ganze Spiel jetzt so? Das wäre unglaublich lame. Nein, 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 nein. Das ist meine Arme dran. Ich finde die... Alter. Geil. Schöne Einblendung. Also, mir gefallen die Effekte. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich das Ganze lenken soll. Vor allem die Kamera ist sehr, sehr seltsam. Okay, wir probieren das mal alles aus. Ich kann mit R mich ein bisschen randodgen. Alter, der Laser ist so unfair. Ich kann mich aber auch blocken. Und, Alter, lass den Scheiß. Ich blocke. Nein, Alter. Warum hast du die krassen Übermoves? Und ich noch so eine Scheiße. Ja, ja, ich krieg extrem aufs Maul. Vielleicht muss ich einfach nur ein paar Minuten durchhalten. Aber ich habe noch diesen Einschlag. Ich probiere gerade alle Tasten aus. Auch mal die L-Taste probieren. Ja, Alter, ernsthaft jetzt. Nein, au, mein Gesicht! Au, mein Gesicht! Au, mein Gesicht! Ich lasse es lieber. Ist das jetzt so storymäßig? Ich kann mich nicht daran erinnern. Muss der am Anfang aus dem Maul kriegen oder bin ich einfach nur wieder scheiße? Oh nein, er ist draufgegangen! Shichime! Ich habe keine Ahnung, was jetzt gerade abging, Leute. Ich habe so aufs Fressbrett gekriegt. Bitte reaktiviert mich wieder. Ich habe doch noch 4 Minuten zu kämpfen. Komm schon! Es muss für euch furchtbar sein als Fans, wie ich das Spiel spiele und keine Ahnung von der Serie habe so richtig. Ich drücke das schon. Oh, jetzt der Kampfgeist. Das musste so sein. Das ist sowas Storymäßiges. Alter, jetzt dreht er völlig durch. Power-Up, jawohl. Er hat quasi seine Eva-Einheit dazu gebracht, richtig Power zu kriegen und durchzudrehen. Rama-Attacke. Okay, es ist völlig strange. Ich fühle mich gerade wieder, als würde ich einfach ein Spiel zocken. Quatsch, kein Spiel zocken, sondern einen Film zocken. Also quasi einen Film nachspielen. Einfach aus dem Grund, ich kann nicht viel selber machen. Aber hey, auch wir kicken mal dieses hässliche Mistvieh einfach durch die Gegend. Was es irgendwie gar nicht zucken scheint. Sehr, sehr unbeeindruckend. Okay, ich glaube, jetzt geht der Kampf wieder los. Jetzt können wir ganz normal kämpfen. Habe 151% Energie. Und vielleicht machen wir jetzt auch mal Schaden. Ah, ausgewichen. Arschloch. Bäm. Schöne Vorhandkralle. Ich glaube, diesmal kriegt er auch Schaden. Jawoll. So wollten wir das sehen. Ich muss noch ein paar andere Moves ausprobieren. Vielleicht kann man ein paar Grabbing-Moves machen. Ja, ich glaube, wir haben Grabbing-Move entdeckt. Geil. Ich will mich mal nach vorne dodgen. Das mache ich mit R. Dodge. Oh, na, hörst du auf mit der Scheiße. Mich wirfst du nicht um. Grabbing-Move. Grabbing-Move. Das ist kein... Doch, jetzt ein Grabbing-Move. Und wir machen... weiß auch nicht. Wir machen wirklich einen Griff und einen Tritt. Was? Gala. Ich hätte gerne einen Brainbuster gemacht. Oder eine Powerbomb oder sowas. Ey, das sieht ja mal massiv ab. Noch ein Wurf und das Vieh ist einfach nur down. So liebe ich das. Dann sneaken. Können wir es noch länger gedrückt lassen? Ne, der macht immer nur so einen Fortschritt. Alter, du mit deinem billigen kleinen Laser. Wenn ich dich nochmal zu greifen bekomme. Jawohl.
Nochmal ein bisschen quetschen den Jungen. Da weiß er, was los ist. Und nochmal einen schönen Tritt. Jetzt müsste es doch schon fast gewesen sein. Der ist doch kaputt. Haben wir auch sowas wie einen Laser drin? Oh nein, kriegt ihr jetzt auch noch einen Powerboost? Ich glaube, der kriegt auch noch einen Powerboost, oder? Nee, der macht Bumm! Wow, Alter, die arme Stadt, aber na gut, naja, ist ja nur eine, naja, gut, arme Stadt. Lassen wir es einfach dabei. Da haben wir unseren ersten Engel platt gemacht und ich habe keine Ahnung, wie ich es hingekriegt habe. Ich mag den Griff, weil der Griff hat's drauf. Aber ansonsten, wie gesagt, war jetzt ein bisschen planlos. Action-Prügel-Game, passt aber gut zur Serie, wie ich finde. Okay. Okay. Ich muss mir erstmal an die lustige Erzählweise hier gewöhnen und dass ich keine Ahnung habe, was die Schriftzeichen halt bedeuten. Hey, nackte sich auf den Kopf drehende Frau. Mission clear. 158%. Das ist doch mal eine gute Leistung. Nein, ich möchte nicht speichern. Ich habe eh keine Ahnung, wie ich hier speichern kann. Also, auf dem N64-Game wäre es klar gewesen. Da mache ich es vielleicht dann auch mal, wenn ich es auf dem N64 ausprobiere. Aber hier für die ROM. Da scheißen wir auch drauf. Und die Alarmsirene geht schon los. Wir können einen neuen Engel verprügeln. Mein Gott, ich würde so gern mehr über die Serie erfahren, aber vielleicht könnt ihr ja mir ein bisschen mehr drüber erzählen. Weil ich habe, wie gesagt, nur ein paar Kämpfe gesehen, ein paar Ausschnitte und so weiter und vor allen Dingen sehr viele Zusammenschnitte mit unterlegter Musik. Die Fans feiern das wirklich ab und da werden die Kämpfe richtig ausgeschlachtet. Gott, ich muss wirklich die DVD gucken. Ich habe schon wieder richtig Bock, muss ich sagen. Ich zugebe, ich habe es vor Jahren wirklich mal angeguckt. Das ist aber so weit her, dass ich wirklich keine Ahnung habe. Es ist vielleicht 7, 8 Jahre her. Also viel, viel zu lang quasi. Alter, meine Knarre! Da hat man meine Knarre! Warum bin ich jetzt schon wieder außen Atem? Was ist das? Alter! Bist du hässlich! Warum muss der mich gleich wieder hinwerfen? Komme ich an den überhaupt ran? Ich versuche mal zu snaken, aber sobald er Alter. Ja, alles klar. Der gibt immer eine gerade Schelle und wir landen auf dem Boden. Okay, wir müssen einen anderen Plan einfallen lassen. Okay, wir haben sowas wie einen Schutzschirm. Ich nehme mal ran, wenn er Schelle machen wird. Schutzschirm! Hey, versagt! Ach, hier verarscht mich doch. Es geht nicht anders. Ich versuch's nochmal. Hier ist der Schutzschirm. Ne, der Schutzschirm ging jetzt gerade gar nicht. Ernsthaft? Alter! Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder Story gescriptet ist oder ob das Alter, so sein muss. Ja, in der schöne Tempel! Es macht es auf jeden Fall sehr cineastisch. Es kommt sehr der Anime-Vorlage nach. Ich glaube, das ist wieder Story gescriptet. Aber das kann das ganze Spiel kann nicht Story gescriptet sein. Dass er wieder Anfall jetzt kriegt. Oder einer dieser lustigen Schnüre greift und einfach rausreißt. Komm, reiß ihn raus! Der braucht ihn nicht mehr, oder sowas, ja. Wie? Natürlich. Ein kleines, riesiges Kampfmesser ist auf jeden Fall sinnvoller als ein riesiges Schwert. Und das würde allein von der Technik nicht ganz erinnern. Kann ich die jetzt wegstrappen? Nein, er macht schon wieder das. Jetzt haben wir schon das Schwert und wissen es nicht einzusetzen. Wir Vollidioten, also ich Vollidiot. Ihr habt damit nichts zu tun. Und wir fliegen wieder irgendwo hin. Arschloch. So, wir können ganz normal schlitzen. Das probieren wir jetzt gleich mal aus. Ich wollte eigentlich lieber diesen Griff machen. Wirst du schon aufhören mit der Scheiße? Alter, der ist viel zu schnell für mich. Ich bin so gut wie tot. Jetzt. Ich wollte den Tentakel zersägen. Leute, ich verspreche es euch. Ich wollte was Gutes machen. Das war's schon wieder. Oh nein, ich glaube, diesmal haben wir versagt. Diesmal ist endgültig Eva 1 aus. Ja, Kimuko ist kaputt. Jenike, los jetzt. Kriegen wir vielleicht noch einen Powerboost. Ich will noch mal kämpfen. Leck mich doch fett. Okay, ich glaube, das war... Continue, wir machen ja mal yes. Ey, ich habe doch keine Ahnung, was ich da zu tun hatte. Okay, nochmal. Ich will mich aber nicht wieder von Anfang gleich vielleicht verprügeln lassen. Können wir das vielleicht wegdrücken? Wir wissen ja jetzt, dass wir krass sind. Also eigentlich haben wir aufs Maul gekriegt. Und schießen schön drauf. Ich hätte die Knarre gern länger benutzt. Den Engel juckt das natürlich null. Mit seinen Tentakelviechern. Gut, wir probieren es jetzt nochmal mit allen Techniken, die wir haben. Okay, wir können ja mal gucken. A und B ist Griff, R und nach vorne ist, glaube ich, Dashen. Und A und nach unten ist was? Okay, das ist so... Okay, R noch... Und jetzt, Angriff! Ja, wir brechen den Scheiß auf, keine Ahnung. Los! Oh Gott. Okay, das war sehr, sehr merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt gerade gemacht haben, aber wir probieren nochmal diesen Dash nach vorne. Und Dash! Alter, der verarscht mich doch. Das Mist verarscht mich. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was der machen soll. Ja, Amo Kakebe, das kannst du jetzt sagen. Aber ob das auch so meinst, ist die Frage. Jetzt liege ich hier schön am Felsen rum, kriege ich jetzt wenigstens mein altes Yachtmesser wieder. Na. Nee. Ich werde schon wieder gefoltert, gequält und getötet hier. Aber wir kennen ja den guten Überwurf, dass der Junge gleich für richtig Ärger kriegt. Ich versuche wenigstens noch einen neuen Gegner rauszukriegen, aber man muss erstmal sehen, wie ich den besiegen kann.
I have no plane. Und Hauptsache brüllt sich einen ab. Der ist richtig gut drauf, richtig schlecht gelaunt. Okay, ist einfach nur... Alter, du mit der Kack-Shitschirm. Ja, wir haben einen Schlag gemacht. Und wir wurden durch die Gegend gefetzt. Kann es sein, dass der über unsere Angriffe lacht, über unsere Chancen, die wir haben? Während unser Hauptbuddy schon wieder so ein bisschen... Strafing und Schlitzen! Alter, das ist doch lächerlich. Nein. Nein. Und wieder fliegen wir 30 Kilometer weit. Und wieder dauern. Naja, ganz klar, unsere Energie. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Haben wir noch andere Manöver? Okay, das ist dieser Schutzschirm, den wir nicht immer nutzen können, wie er gerade auffällt. Alter, ernsthaft? Wie soll ich mich denn mit dem kleinen, kurzen Messer dem Vieh nähern? Ich krieg ja nur auf die Fresse. Und wieder fliegen wir durch die Gegend. Schön. Ich will da sowas Geiles machen, wie Blocken, schlagen, also so wie es sich gehört, aber... Ernsthaft jetzt? Okay, wir sind geblockt. Nein, ich wollte... Und schlagen. Alter, das ist doch nicht wahr. Was ist denn mit dem Kackschutzschirm? Einmal haben wir ihn raus, aufgerissen, haben es aber nicht wirklich hingekriegt. Jetzt kriegen wir nur aufs Maul. Was ist denn das? Spiel, verarsch mich nicht. Das ist hier so eine Sache, die ich nur raffe und... Okay, okay. Ran. Vielleicht können wir nicht den... Oh, Entnervigus. Kein Wunder, dass das Spiel nie nach Deutschland geschafft hat. Was ist denn hier los, ey? Ich meine, ich finde die cineastische Präsentation super, aber ich habe keine Ahnung, so richtig... Tja, was ich machen soll, ne? Okay, offensichtlich das nicht. Ja klar, und wieder Griff. Ich probiere dann noch eine Runde, aber wenn ich dann nicht mehr funktioniert, habe ich auch keinen Bock mehr, muss ich sagen. Weil diese Kampfsequenzen, die dauern Minuten lang. Ich habe es nur verstanden, dass er mich einfach fertig machen durch die Gegend wirft. Ich habe einmal diesen Schutzschirm, sehe aber dafür keine Anzeige, wann ich den mal machen kann. Ich kann auch nicht mehr weiter zurück. Ach, leckt mich doch. Oh. Jetzt schreit er wieder blöd rum. Oder auch nicht. Und es ist aus. Alle anderen brüllen jetzt nach mir. Ja, halt doch die Fresse. Ich will jetzt nochmal. Shiniku ist abgekratzt. So einfach ist das. Ah, es tut mir leid, Leute. Ich hätte gern ein bisschen noch mehr Besseres präsentiert oder noch einen Gegner. Aber momentan habe ich echt den Eindruck, ich bin verdammt hier aufs Maul zu kriegen. Weil Eva übelst auf die Fresse kriegt. Ja, ja, genau. Interessiert ihn ja nicht scheinbar, alten Fischauge. Das ist ein riesiger laufender Turm mit Tentakeln. Ich weiß nicht, wie ich ihn kriege. Also A und B ist Griff. Wir müssen mal rausfinden, was nur B ist. Nur B ist Blocken. Wir können es ja mal probieren mit Blocken. Mit klassischen Blocken. Okay, das ist Ausweichen. Jetzt greif doch mal an, Junge, mach doch mal einen Griff. Ernsthaft jetzt? Ja, wir haben getroffen. Aus irgendeinem Grund haben wir getroffen. Und er richtet sich wieder auf, als wäre nichts gewesen. Okay, wir machen jetzt zweite Taktik mit B. Blocken. Wir haben übrigens eine Zapfsäule hinten im Rücken, so wie es aussieht. Und Angriff. Mach doch mal den Griff, Junge. Jawohl. Ich habe keine Ahnung, was wir machen. Ja, wieder den Tritt. Okay, es läuft greifen. Hinlaufen und greifen, wie bei jedem guten Spiel. Ist das die Möglichkeit zu siegen? Den Typen einfach mal in die Buchse greifen. Und ab und zu mal ein bisschen blocken. Ja, ab und zu blocken. Ha! Okay, ist das praktisch das Blocken gleich ausweichen ist. Griffen! Und wir die gleiche Scheiße machen, wie immer. Vielleicht reißen wir diesmal einen Arm aus. Du brauchst deine Arme nicht mehr. Nö, der lässt die Arme dran. Aber so gewinnen wir wenigstens. Schwache Taktik, bisschen feige. Aber ich denke, so läuft das mit unserer Zapfsäule im Rücken. Das sieht echt so aus, als würden wir gerade betankt werden. Vielleicht ist das ja ein riesiges Kabel, was... Griff! Ja, Leute, ich mache das jetzt die ganze Zeit so weiter. Ich habe wenigstens so meine Chance zu gewinnen, indem ich die Leute einfach wegtrete. Mit den schön überdimensionalen großen Roboterstiefeln. Oh, Yoko Konsei. Genau, so ist es. Wer sagt's, der Bro? Der weiß, was Sache ist. Haha, ausgewichen. Okay, das mit dem B ausweichen, eine gute Sache. Und Griff. Und das Rumgebrüll. Er ist ein echter Fan vom Brüllen. Und BAM! Okay, das war's jetzt gleich mit dem. Da kann ich noch einen Gegner zeigen, indem ich einfach nur durch die Gegend werfe. Was ist das jetzt? Ja, explodiert, glaube ich. Boom! Und jedes Mal geht dabei eine ganze Stadt drauf, ein ganzes Land, ein ganzer Kontinent, die ganze Welt, man weiß es nicht. Die Flammexplosion wird halt immer größer. Alle freuen sich, ey, der hat schon wieder gewonnen und was getötet. Jetzt kommt irgendeine Zwischensequenz, die hier nicht richtig eingeblendet wird. Drücken wir einfach mal weg. Nacktes, drehendes Mädel, haben wir auch schon gekannt. 62%. Naja, klar, wir haben ja mehr aus dem Maul gekriegt, was soll ich denn dazu sagen? Oh, wie enttäuschend. Ich hätte mir mehr von dem Spiel erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, aber vielleicht bin ich einfach nur zu blöd dafür. Oder ich kann zu wenig Japanisch. Was kommt denn jetzt?
Was, wie soll ich das denn bekämpfen? Ernsthaft jetzt? Es ist ein fliegendes Rhombus? Toll. Was kann es? Was tut es? Am besten irgendwelche Strahlen verschießen? Oder bringt es eine unheimliche Musik mit? Ist es ein Bohrer? Ein Engelsbohrer? Oh, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es ja... Wollte er mal Zahnarzt werden? Was immer es auch ist. Er, sie, es. Okay. Oh, okay. Was zur Hölle muss ich jetzt... Achso, ich muss jetzt ins Target rein. Alter, ist das schnell. Hallo, Analoghebel? Ey, das ist gar nicht so einfach, Leute. Alter! Was zur Hölle? Ja. Toll. Willst du mich verarschen? Okay, die beschissen mich. Alter, komm schon. Jawohl, Strahlen zurück. Es ist super heftig, Leute. Schwer, das Ganze einzutarten. Aber ich glaube, das war's schon. Hat ein einziger Schuss gereicht, das Vieh zu versenken? Und dieses Raumschiff, was immer das auch sein sollte? Jo, ich glaube, es geht down und wieder wird eine Stadt explodieren. Was, Bellamy? Yay! Anime-Standbild! So mögen wir das. Standbild Nummer 2. Ist ja gar kein Standbild, die reden ja sogar. Es ist nur ein verdammt schlechtes GIF. Aber trotzdem geil präsentiert, muss man sagen. Was immer er sagt, er hat recht damit, Leute. Ihr kennt sicherlich die 10 besser als ich. Ich sag einfach nur, er hat absolut recht. Okay, das war schon Mission 3. Wow. Dafür, dass ich bei Mission 2 schon aufgeben wollte, haben wir nochmal gewaltig was geschafft. Und ich habe auch sogar gespeichert. Wisst schon, das nächste Mal. Was es nicht geben wird, es wird kein neues Mal geben bei dem Spiel. Und jetzt haben wir Mission 4. Ich habe keine Ahnung, jetzt habe ich es weggedrückt. Was kommt jetzt? Müssen wir jetzt mit. Ach, wir werden abgeworfen mit einem Tarnkappenbomber, der ganz schön gewaltig riesig ist. Vielleicht sollte einfach diesen riesigen Tarnkappenbomber zum Bombardieren mit Bomben nutzen gegen die Engel. Das wäre doch auch mal was. Statt uns damit abzuwerfen. Warum auch immer und wo auch immer. Ich muss den Manga mir dringend mal durchlesen und den Anime mir ansehen. Next Game. Obwohl, ich drücke mal es jetzt nicht weg. Das sieht alles sehr interessant aus. Wieso eigentlich Demo? Was zur Hölle machen wir jetzt hier? Ich kann irgendwie nichts beeinflussen. Nö. Egal was ich drücke. Da steht zwar, da muss ich irgendwas ganz schnell hier in Limitline drücken. Limitline. Ich habe keine Ahnung. Ich drücke einfach ganz schnell die A-Taste und hoffe. Oh, er sprengt sich jetzt oder was? Und wir haben versagt. Irgendwie habe ich das befürchtet? Was? Continue? What the fuck? Was denn für Continue? Warum denn? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Was hätte ich denn noch? Ich drücke die Taste schon ab. Es muss. Aber du bewegt sich das Ding doch auch schneller. Wir kriegen es doch nicht ein. Ich drücke alles, was ich habe, Leute. I don't get it. Ich habe keine Ahnung. Start. Ach so. Nee, das hilft mir auch nicht weiter. Ich drücke A und nach unten und der sprengt sich trotzdem in die Luft. What? Ich raff's wirklich nicht. Nochmal probieren. Wir lesen uns jetzt mal genau die Steuerung durch. Action 2 ist mit Analoghebel. Action 1 ist... Steuer... Also hier, gelbe Taste nach unten und A. Okay. Und ich drücke hier alles, Leute. Ihr könnt es mir ruhig glauben. Aufgrund der Steuerung muss ich leider sagen, dass ich aufgebe, weil ich keine Ahnung habe. Ich drücke hier echt alles. Ich weiß es nicht. Er bewegt sich nicht fort. Er steht bei beiden ja. Action ja. Action ja. Action 2 ja. Also Analoghebel erst. Und dann die beiden. Ich raff's nicht, Leute. Ich muss mich jetzt verabschieden, weil ich das Spiel nicht raff. Was traurig ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn der Controller nicht das macht, was ich will, beziehungsweise ich keine Ahnung habe, kann ich das Spiel auch nicht weiterzocken. Ja, das war's heute mit Eva. Also, Neo und Genesis. Oh, was habe ich denn so ein Problem mit diesem Wort? Evangelion. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß damit. Obwohl ich wahrscheinlich mich ziemlich noobig angestellt habe, aber gesagt, die japanische Sprache ist noch nicht so ganz mein Ding. Und habt ihr Interesse an das Spiel, dann holt es euch einfach bei eBay. So teuer ist es eigentlich gar nicht. Aber ich rate gerade noch ein bisschen davon ab, weil es doch ein bisschen kryptisch ist, gerade die Steuerungsmenüs. Ich habe es ohne Anleitung gekriegt. Hättest du wahrscheinlich sowieso nicht lesen können, weil Englisch. Also nochmal, danke fürs Reinschauen, Leute. Bis die Tage und ciao.